Kanal 29. Kanal 29, der Zeller-Kulturstream für Stadt und Land.
drop it, take it, shake it, pop it, pop it, break it, break it, drop it. Drop it, drop it.
sweat, booty 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 sweat. Let's go.
program that's ever been written. Here we go.
lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Bitch, shut the fuck up. Get the fuck out of here. Yo, Dre. What's up? Give me a funky ass bass line. Thank you.
Dad. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich halte das Ding auch nicht so fest wie ein cooler Rapper, sondern einfach, damit ich es nicht mit den Lippen berühre. Ach, das ist doch sympathisch. Bin ich jetzt an? Ach so, okay. Ja, nochmal, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mir auch ein paar Fragen für dich ausgedacht. Lukas hat aber gerade eine wichtige Frage nochmal aufgeschrieben. Wie ist es eigentlich so, abseits in der CD-Kaserne gerade hier zu sein und ob du es gerade schön fandest hier bei uns? Ich fand es mega geil, mal wieder hier auflegen zu dürfen. War, glaube ich, seit, ich muss jetzt lügen, 8 Jahren das erste Mal wieder. Ich hatte 2004, meine ich, eine Partyreihe hier in der CD-Kaserne, auch über mehrere Jahre die Analog-Boutique. Da habe ich auch selber meistens mit auf, oder eigentlich immer mit aufgelegt. Ich glaube, der Mo hat da auch mal aufgelegt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hat er erzählt, gut. Also er hat da auch aufgelegt. Und ja, eigentlich alle üblichen Verdächtigen hier aus Celle haben da eigentlich mal aufgelegt. War nie so dolle besucht, aber war immer schön. Ja, das, du hast es gerade angesprochen, du warst jetzt etwas länger raus. Wie ist es so, nach all den Jahren mal wieder dahinter zu stehen? Und hast du auch Blut geleckt und sagst, ich würde das jetzt gerne wieder öfter machen? Blut geleckt auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal zu Lukas rüber, weil der ist eigentlich schuld an der ganzen Misere. Du hast nur gesagt, ich dürfte hier mal auflegen. Nein, Lukas hat mich eigentlich darauf gebracht, auf die Idee überhaupt gebracht, die viel zu viele freie Zeit jetzt einfach mal wieder zu nutzen, aufzulegen. Ich habe auch noch Plattenspieler zu Hause, keinen Mixer mehr gehabt. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Kein Bock, im hohen Alter hat man auch keinen Bock mehr zu schleppen. Also dachte ich, okay, Konsole muss her. Innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden bin ich dann nach Hannover gefahren, habe mir das Ding geholt. So schnell kann das gehen. Ja. Schön. Und definitiv wieder Blut geleckt. Und ja, ich will es wieder öfter machen. Habt ihr gehört, Jungs, ne? Vielleicht kommen die Sailshock-Jungs ja auch nochmal auf dich zu sprechen. Vielleicht gibt es da ja nochmal irgendwann... Ich kenne die. Also ich weiß, vielleicht. Helge sagte auch gerade, das musst du auch nochmal ansprechen, ne? Dass der Tobi ja quasi mit uns die Partys macht in der CD-Kaserne, die Sailshock-Partys. Ich habe da wenig zu tun, das meiste machen die Jungs ja. Ja, aber du bist ja schon der, mit dem sie sprechen und quasi fragen, ob das alles so in Ordnung ist, ne? Ja, aber die machen es mittlerweile so gut und so in Ordnung, da ist nicht mehr so viel. Das darf ich jetzt nicht so laut sagen. Ja, ich habe aber auch ein paar Fragen an dich noch, die ich mir auch rausgedacht habe, nicht nur der Lukas. Wie lange machst du denn allgemein schon Musik? Da habe ich lange überlegen müssen. Ich glaube, seit ich so 18 war. Also schon drei ganz Jahre. Schön. 4 Jahre sind es dann fast. Nee, also ohne Witz, ich glaube, seit 1994 kommt das hin. Also die allerersten Anfänge waren im Szenario, das war eine Diskothek im Le Bistro in der Emigrantenstraße, gibt es leider nicht mehr, war nachher das gegen den Strich. Da dann zusammen mit DJ Spencer, den kennt vielleicht noch der eine oder andere. Dann ging es irgendwie weiter auf Abi-Partys, viel vom Hölti, weil ich viel mit Leuten vom Hölti rumhing. In Garsen, im Lindenhof war das dann teilweise, aber auch hier in der CD-Kaserne in der Halle 16 müsste das eine der allerersten Partys gewesen sein. Und da waren auch so der erste Auftritt, so, oder waren es schon vorher die Abi-Partys, wo dann... Das waren, also Auftritt möchte ich das nicht nennen, das war halt wirklich die, der Wald- und Wiesen-DJ, der dann querbeet auflegt, da aber schon Blut geleckt in Richtung elektronische Musik, auf jeden Fall. Von Anfang an war bei mir The Prodigy dabei, also da auch schon die ersten Breakbeats. Zwischendurch, zu meiner Schande, auch mal ein bisschen Trends und halt auch so Abschweifungen. Dann, als das mit Plattenspielern losging, war viel Drum and Bass. Ah, okay. Und bin dann auch dank Olli vom Rios immer mehr auf Breakbeats gekommen, weil der kam irgendwann an mit dem Fingerlicken Records und da war es dann um mich geschehen. Breakbeats war dann absolut meins. Okay. Ja, du hast eben gerade schon meine zweite Frage mitbeantwortet, ob Danke. Du auch andere Musikrichtungen spielst. Ich meine, Drum Bass, das ist ja jetzt hier auch gerade so in Celle. Hättest du auch noch mal Lust, Drum Bass aufzulegen? Ja. Also es gibt da halt Sachen, die mag ich schon. Doch, also klar, müsste ich mich mal also massiv wieder reinhören, weil da bin ich komplett raus. Ich könnte mir sogar vorstellen, also Dubstep gefallen mir mittlerweile sogar erschreckenderweise auch ein paar Sachen. Da war ich ein bisschen erschrocken erst. Weil ich das erst ganz doof fand, aber klar, warum nicht? Also ich verschließe mich grundsätzlich keiner Musikrichtung, weil es wäre viel zu schade, mir was entgehen zu lassen. Das stimmt. Man muss ja auch manchmal so ein bisschen vielfältig sein, ne?
Woher nimmst du denn so deine, okay, du hast es ja schon gesagt, durch Olli aus dem Rios und so, aber woher nimmst du sonst so deine Ideen und Inspirationen? Da ich die Konsole jetzt ungefähr seit anderthalb Wochen habe, kamen die Inspirationen und Ideen erstmal aus dem, was ich noch an Vinyl in MP3-Form hatte. Und einfach drauf losgelegt. Also ich musste mich auch erstmal durchfinden durch die ganzen neuen Möglichkeiten, die es dank der digitalen Technik überhaupt gibt. Weshalb ich eben auch ein paar Mal immer mal wieder vergessen hatte, oh, da ist ja noch ein Loop drin. Ich hoffe, es haben nicht alle gemerkt. Ich glaube, das merkt keiner, wenn man da keine... Also zum Beispiel Leute, die einfach nur die Musik hören, ich glaube, die hören sowas gar nicht. Also es ist immer, wenn du Ahnung davon hast, dann hörst du das, glaube ich. Wir haben es letzte Woche auch einmal mit André gehabt. André war auch einmal so unzufrieden und wir haben alle gesagt, ey, das hat doch gar keiner gehört. Das hörst nur du, weil du es weißt. Wahrscheinlich, ja. Also deswegen. Doch. Ich fand... Musikauswahl haben wir gehört. Lukas, was bist du eigentlich heute so gemein? Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich dachte so 15 Programme gleichzeitig müsste doch der Laptop da abkönnen. Dann habe ich aber gesehen, dass halt Photoshop, Illustrator, die ganzen Sachen waren noch offen. Also von früher wusste ich noch, man muss ja alles ausmachen im Hintergrund. Ich glaube, Lukas hat heute einfach ein bisschen auf dem Tarzanheft geschlafen. Das versuchen wir einfach heute ein bisschen zu machen. Eine Flasche Kraftketchup, ne? Ja. Vergleich dich bitte mit einer Zellerbar-Kneipe. Ich glaube, alle haben erstmal gesagt, Rios passt bei mir, aber erstmal wegen der Musik, die da so durcheinander war, wo Olli mich sehr viel geprägt hat, wo ich auch lange, lange Jahre war. Also ich glaube, 96 hat das Rios, haben Olli und Don, glaube ich, das Rios übernommen. Und ich war vorher schon immer mal da. Doch. Doch, Rios. Vielleicht noch ein bisschen Zeller Loch, da habe ich früher auch manchmal aufgelegt. Aber eigentlich Rios. Rios. Das ist, glaube ich, so die Zeller-Liebe. Also ich glaube, Zeller Kinder... Kommt man nicht drum rum. Nee, glaube ich auch nicht. Möchtest du jemanden grüßen, Motivation noch draußen geben? Kann nur noch besser werden, ne? Also gerade die Veranstaltungs- und Partyszene hat es im Moment schwer, wird hoffentlich wieder kommen. Also ich bin da ja nur auch selber Leidtragender. Ja, aber was halt geil ist, ist jetzt nicht Motivation, aber echt einen riesen fetten Dank an all die Leute, die Kanal 29, das Autokino, also die ganzen Sachen, die jetzt gerade entstehen und passieren, das wäre ohne diesen Corona-Mist überhaupt nicht passiert. Und deshalb echt dicken, fetten Respekt, also an all die Leute hier. Hammer. Schön, das hast du sehr schön gesagt. Also ich glaube auch, nochmal kurz klatschen, ja. Ich glaube auch, durch Corona wäre es nicht so entstanden, aber ich habe immer so das Gefühl, Zeller halten auch ziemlich dolle zusammen. Also auch bevor Corona... Wenn es drauf ankommt, Wenn es drauf ankommt, halten Zeller zusammen. Ja. Also ich sage mal, die ganzen Zeller jetzt hier. Und nochmal danke für die Homepage, die du da total gemacht gerne. Hast. Zum Thema Datenschutz wussten die Jungs ja nicht so viel. Ich glaube, da hast du auch noch mal viel gemacht, oder? Ja, den Datenschutz habe ich nicht gemacht. Ich glaube, sonst würde ich gelyncht werden. Aber ich weiß, wo man schon mal gucken muss im Groben und habe da halt gerne unterstützt. Und es hat auch einfach Spaß gemacht. Und ja, das Projekt war halt, fand ich von Anfang an so geil, deshalb wollte ich es auch gerne machen. Was bedeutet Zelle für dich? Ist meine Heimat und ich weiß, worüber ich hier mecker. Ich kann alles mit dem Fahrrad machen. Also ich finde Zelle einfach geil. Also es ist, ohne Witz, ist meine Heimat. Ich habe zwischendurch immer mal probiert, irgendwie mal 3-4 Monate in Hannover gewohnt. Ich war mal Tischler und wollte auf Wanderschaft gehen, aber irgendwie kam ich immer wieder, ich war nie lange weg und kam immer wieder zurück. Immer wieder zurück nach Zelle. Ist einfach toll hier. Und ich bin bekennender Kleinstadtmensch, definitiv. Ich finde es furchtbar, wenn ich länger als 10 Minuten brauche, um irgendwie die Stadtgrenzen zu verlassen. Kleinstadtmensch. Schön, danke, dass du hier warst. Danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Danke, Lukas. Danke, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und ich würde sagen, dann geben wir jetzt die Teller weiter an Elastik. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Viel Spaß und ja.